Gäste unserer Sportshow. Ich darf Sie zum heutigen Abend sehr herzlich begrüßen. In den Sportshows der vergangenen 20 Jahre gab es immer wieder actionreiche Verfolgungsjagden, Kämpfe zwischen Gut und Böse, Feind zwischen der hellen und der dunklen Seite der Macht. Tanzen an unserer Schule nicht nur etwas für Mädchen ist.
Kunden aus Münster und Bad Kreuznach in einem Team. Im Verein sind sie aber harte Gegner. Freuen Sie sich auf actionreiche Ballwechsel und feuern Sie die Mannschaft kräftig an. Wie es auf der lichten Seite aussieht, das ist kein Geheimnis. Doch wie es auf der dunklen Seite aussieht, davon erzählt nur die Legende von den 7, 40, wie viel? Ach, egal, Zwergen. Die Burschen der 4a und 4b sind extra für Sie in das Clown-Kostüm geschützt und haben ordentlich Schminke aufgetragen. Behalten Sie also noch ein Weilchen Platz und lassen Sie sich überraschen. Wer kennt sie nicht? Sie war das abgefahrenste It-Girl der Antike.
aktuelle Jugendstudie hat ergeben, Laptop, Tablet und Smartphone stehen an der Stelle, wo früher Fußball und Radfahren angesiedelt waren. Erschreckend viele Stunden werden täglich vor den Bildschirmen verbracht. Mal schauen, ob den Kids aus den ersten Klassen etwas anderes anfällt als das Handyzocken. Hier setzen darf. Wenn wir 20 Jahre Sporthauptschule und neue Sportmittelschule feiern, so freuen wir uns darüber. Wir freuen uns vor allem deswegen darüber, weil es eigentlich gelungen ist, dass diese Schule 20 Jahre ein Knüller war und ist. Dass wir dauerhaft in Wahrheit Zulauf haben und dass wir dauerhaft positive Kritiken bekommen. Von den Eltern, wie wir heute schon gehört haben von Mario, auch von den Schülern. Und das ist schön. Und wenn wir heute 20 Jahre Sporthauptschule auch ein bisschen feiern, und wir haben das mit Best of 20 auch ein bisschen miterleben dürfen an den Bildern, die uns präsentiert werden, so möchte ich heute auch im Namen des Landes Oberösterreich
vier Persönlichkeiten, stellvertretend für alle, aber vier, die ganz besonders aktiv am Entwickeln, am Entstehen dieser Schule beteiligt waren. Zum einen war das seinerzeit der zuständige Direktor für die Spurthauptschule Bad Kreuzen, der Herr Oberschulrat Johann Hamelner, der, und ich kann mich gut erinnern, 99 und eigentlich schon früher 99 begonnen hat, alle Schulen im Bezirk zu besuchen, und zwar alle Volksschulen im Bezirk zu besuchen, um zu versuchen und zu erreichen, dass Eltern ihre Kinder aus verschiedenen Gemeinden des Bezirkes zu uns auf Bad Kreuzen schicken. Und in diese erste Spurthauptschule, wie sie damals geheißen hat, des Bezirkes Berg, nutzen, um ihre Kinder entwickeln zu lassen. Und lieber Hans, du hast das Glück gehabt, auch eine gute Lehrerschaft an deiner Seite zu haben, einen starken sportlichen Leiter mit Herrn Schulrat Rippel, Alois, die es geschafft haben, dass diese Schule sich so stark entwickelt hat. Und daher darf ich dir, Herr Direktor, außer Dienst, Herr Oberschulrat und Herrn Schulrat Rippel herausbinden, und ich durfte gemeinsam mit dem Herrn Bezirkshauptmann und mit Herrn Bürgermeister eine Urkunde, eine Ehrenurkunde des Landes Oberösterreich als Dank und auch als Anerkennung für eure Arbeit überreichen. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, die letzten fünf Jahre hat der Schulrat Bernhard Hinterdörfer und sein sportlicher Adjutant, sein sportlicher Leiter, Gerald Hofer, die Geschicke dieser Schule geleitet und das hier perfekt. Und daher möchte ich auch euch zwei dafür danken, im Namen von uns allen, die heute dabei sind, und euch auch gratulieren zu dem, was ihr geschafft habt, euch aber auch ermuntern, weiterzumachen. Es wird an euch zwei auch maßgeblich liegen, dass die Schule Bad Kreuzen hier im unteren Mühlviertel bei uns im schönen Bezirk Berg weiter auf Erfolgskurs bleibt und weiter für viele Eltern eine Möglichkeit ist, die Kinder zu einer besonderen Ausbildung auch zu schicken. In dem Sinne danke ich euch und gratuliere ebenfalls zu Aussicht.